Das Haus der Natur in Salzburg ist ein Besuchermagnet der Stadt. In Aquarien und Terrarien kann man hier heimische, aber auch exotische Tiere bestaunen. In der wissenschaftlichen Abteilung des Hauses werden verschiedene Pflanzen und Tierarten erforscht, so auch Reptilien und Amphibien. Zusammen mit Kollegen aus Slowenien wird von der Herpetologischen Arbeitsgemeinschaft eine Exkursion in das benachbarte Land geplant. Der slowenische Karst lockt mit einer hohen und außergewöhnlichen Artenvielfalt. Ausgewählt wurden Ziele im Westen Sloweniens. Die trockenen Waldhänge am Berg Sabotin und bei Korada westlich über der Soča, der feuchte Panovec-Laubmischwald bei Nova Gorica, im grenznahen Italien Auwaldreste nahe der Esonzo-Mündung und das Karstgebiet bei Postojna. Dem Alpenhauptkamm südlich vorgelagert bilden die Julischen Alpen nochmals eine markante Wetterscheide. Nur 4 Kilometer und 24 Stunden trennen die Aufnahmen der Nordwand des Brisojnik und des Trafnik, über den Südföhnwolken ziehen. Hier unterhalb entspringt die Soča. Große Teile der Landschaften im Westen Sloweniens sind noch urtümlich und nur extensiv bewirtschaftet. Durch diese schonende Landwirtschaft und die besondere Lage der Region zwischen Balkan und Apennin entstand eine große Artenvielfalt. Der Oberlauf der Soča, sie wird auch der smaragdene Fluss genannt, und ihre Zuflüsse sind noch weitgehend naturbelassen. Das Soča-Tal zählt zu den großartigsten Flusslandschaften der Alpen. Erstes Ziel der Exkursion ist der Berg Sabotin bei Nova Gorica. Die lichten Wälder an den Hängen der Soča sind ideale Lebensräume für eine Vielzahl von Arten. Überall zwischen Felsen und Gebüsch stößt man auf Reptilien. Auch die Smaragdeidechse kann hier gefunden werden. Gefangene Tiere setzen sich oft durch heftiges Beißen zur Wehr. Das hat auf der mittleren Kopfschuppe ist ein ganz kleines rudimentäres Auge, das, wo Nerven hingehen, was richtig ist, also praktisch für Helligkeitswahrnehmung. Unsere slowenischen Kollegen haben uns viel bei Exkursionsplanung und dem Ausspähen der teils scheuen Tiere geholfen. Jo, okay. Die Brachtkieleidechse ist eine typische Art der Balkanküste und stößt in Slowenien an ihren nördlichsten Verbreitungsrand. Die Männchen sind während der Paarungszeit prachtvoll gefärbt. Auch die europäische Hornotter ist eine typische Art des Balkan. Sie kann in nahezu ganz Slowenien gefunden werden. Die Hornotter ist die größte Giftschlange Mitteleuropas. Ihr Biss ist für den Menschen nicht ungefährlich. Sofern man die Tiere nicht beunruhigt oder zu fangen versucht, flüchten sie aber ohnehin. Oh yeah.
Fusor, se zornc mi ne štima. Ne, poglej, ko ima na glavi, ovo na črtice. Ne, ne, bajce, lot. Lej, rep, poglej. Na, gotkant. Warum? So kann man es halt auch machen. Der, wir sitzen da mit dem 400er Teleobjektiv. Sind die in der Boot? Between yellow and orange, because we. Aspis should be yellow, right? Yeah. And Amodytis here is orange. Like 2 centimeters of orange. Aspis ist blau. Should be Aspis size. Oh, Schatz. Nice. Zweites Ziel der Exkursion ist der Panowetzwald nahe Nova Gorica. Im Gegensatz zu den Reptilien benötigen Amphibien feuchte Lebensräume. Der Panowetzwald bietet dafür optimale Bedingungen. Neben einer naturnahen Bewirtschaftung zeichnet sich dieser Wald vor allem durch einen sehr hohen Grundwasserstand aus, mit vielen Tümpeln und Bächen. Genau, wir haben da vorne in dem Bachhaus das danach. Was ist das jetzt für eine? Das ist ein Teichmulch, Risotriton vulgaris. Der Feuersalamander kann als typischer Waldbewohner hier in sehr hohen Dichten gefunden werden. Die Bäche des Panowetzwaldes sind eine Besonderheit dieser Region. Es sind die Laichgewässer des italienischen Springfrosches. Rana latastei, der italienische Springfrosch, eine der bedrohtesten Amphibienarten Festlandeuropas, früher verbreitet in der ganzen norditalienischen Tiefebene. Und aufgrund der intensiven Landwirtschaft sind die Lebensräume verschwunden. Und der kommt jetzt nur mal in so Restbereiche, eben in so bodenfeuchte, flussbegleitende Wälder vor. Unsere Suche nach der Herpetofauna dieser Region führt uns weiter über die Grenze nach Italien, in die Auwaldreste des Isonzo, wie die Soccia hier nun genannt wird. Das italienische Tiefland ist hier wesentlich intensiver genutzt. Die verbleibenden Waldgebiete stehen jedoch mittlerweile unter strengem Schutz und bieten vielen Arten ein Refugium. Nicht weit entfernt, im Isonzo-Mündungsdelta, befindet sich ein bedeutendes Vogelschutzgebiet. Im Frühjahr und Herbst ein Hotspot des Vogelzuges. Die Zornnatter ist eine westeuropäische Art. Sie ist vor allem in Frankreich und Italien zu finden. Die haben jetzt als eigene Art abgegrenzt und da sagt man Carbonarschlange dazu. Der Name Zornnatter kommt von ihren heftigen Abwehrbissen. Sie sind zwar schmerzhaft, für den Menschen jedoch ungefährlich. Auch die europäische Sumpfschildkröte ist im italienischen Tiefland verbreitet. Ein besonderer Höhepunkt der Reise war der Fund einer großen weiblichen Aspisviper. Diese Art stößt hier an ihren östlichen Verbreitungsrand. Und das Grenzgebiet von Italien und Slowenien ist die einzige Region, in der die beiden Giftschlangen, Hornotter und Aspisviper gemeinsam vorkommen. Die letzte Station unserer Reise führt uns zurück in den slowenischen Karst. Bei der Befahrung einer der vielen slowenischen Höhlen begeben wir uns auf die Suche nach einem absolut einzigartigen Vertreter der slowenischen Herpetofauna, dem europäischen Grottenolm. Die Suche führt uns viele Kilometer tief in das Höhlensystem.
Wegen des niedrigen Wasserstandes müssen die Schlauchboote immer wieder über die glitschigen Felsen getragen werden. Nur für die Notfälle. Notfall. Also ich glaube, das werden wir uns merken. Die mühevolle Suche ist schließlich von Erfolg gekrönt. Im kristallklaren Wasser der Grotte können wir unzählige Exemplare dieser besonderen Amphibienart in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Die unterirdische Lebensweise des Grottenolms hat zu besonderen Anpassungen geführt. Die Tiere weisen kaum Pigmente auf, sind nahezu blind und können jahrelang ohne Nahrung auskommen. Ein wenig erschöpft sind sie schon, die Teilnehmer dieser anstrengenden Höhlenbefahrung, aber voller Begeisterung über den wunderschönen Abschluss einer gelungenen Exkursion.